Nach dem üblichen Frühstück, diesmal um 5.30 Uhr, geht es per Boot und Auto wieder zum Flughafen Heho und dann weiter nach Yangon. Die Bootsfahrt ist sowas von arschkalt und nebelig. Man sieht kaum, ob ein Boot entgegenkommt. Und wir sind heilfroh, als wir das hinter uns haben. Hier im Auto geht es nun schon wesentlich gemütlicher zu als auf dem kalten Boot. Und am allergemütlichsten ist es dann im Flugzeug, wo es auch einen köstlichen Snack gibt. In Yangon gelandet, werden wir schon von Cho, unserem Fahrer, erwartet, der uns ins Hotel bringt. Anschließend machen wir uns gleich auf den Weg zum Bokyoki Onsan Markt, oder auch besser bekannt unter dem einfacheren Namen Scott Market. An unserem ersten Tag in Yangon hatten wir keine Zeit, den Markt zu besichtigen. Also wollen wir das heute ausgiebig nachholen. Was ist das? Bereits auf der Brücke, die über die Eisenbahnschienen zum Markt führt, finden sich die ersten Händler. Hier ein Blick von dieser Brücke auf den Scott Market. Hier auf dem Scott Market kann man von Plunder made in China bis zum feinsten Mokuko-Bean so ziemlich alles kaufen, was das Herz begehrt. Mit seinen gepflasterten Boden und seinen schattigen, überdachten Hallen zählt der Markt zu den hübschesten und komfortabelsten Einkaufsstätten der Stadt. Ganz Yangon kauft hier gerne ein. In Dutzenden von Ladenzeilen, die sich auch über einige umliegenden Gassen erstrecken, verstecken sich Hunderte von Geschäften und guten Tee- und Imbissstuben. Die Preise des Marktes liegen kaum über den üblichen. Grundsätzlich könnte man hier den gesamten Souvenir- und Reisebedarf einkaufen. Den ganzen Markt zu durchstöbern dauert schon einen guten ganzen Tag. Die meisten Geschäfte haben zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. Wollen wir also mal losmarschieren und schauen, was es hier alles gibt, zum Beispiel die bekannten Lackarbeiten. Oder die berühmten Jadesteine von Myanmar. Und natürlich auch schöne Stoffe für die Longis, die traditionelle Tracht der Einwohner hier. Hier wieder Berge von feiner Lackarbeit. Wer einen schönen Stoff gefunden hat, kann sich hier in wenigen Minuten einen maßgeschneiderten Longi anfertigen lassen. Verhungern muss hier natürlich auch niemand. Wie überall auf der Welt gibt es auch hier Einparkspezialisten. Wie in Asien üblich, findet man auch hier an jeder Ecke Raubkopien von aktuellen und älteren Filmen und Software. Eine spezielle und relativ teure Hunderasse. Den Namen habe ich leider vergessen.
Da dies der erste Verkauf des Tages war, klopft der Händler mit den Geldscheinen auf die Köpfe der Hunde. Das soll Glück und einen erfolgreichen Verkaufstag bringen. Und weiter geht es durch die Straßen Yangons. Alles ein einziger Markt. Ein Ärztezentrum. Gegen Mittag wird die Sonne unerträglich heiß und wir beschließen, ins Hotel zurückzukehren und ein erfrischendes Bad zu nehmen. Doris schwimmt zur Musik von James Blunt. Am Abend kehren wir zurück zur einzigartigen Schwedagon-Pagode. Beleuchtet im dunklen Abend sieht sie noch schöner aus als bei Tageslicht. Bis 22 Uhr steht sie den Besuchern offen und abends sieht man noch weniger Touristen als tagsüber. Wir werden von jungen burmesischen Studentinnen angesprochen. Sie möchten gerne mit uns ihr Englisch aufbessern. So you have to introduce yourself? Yeah. Your name? My name is Nila. 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 Yes. Yeah. Your name is? Doris. Doris. And your name? I'm your wife. Hello. And my name is Walter. Es folgt eine circa 30 Minuten lange lustige Unterhaltung, aber dann müssen wir auch wir unseren Rundgang durch die Pagode fortsetzen. Bei diesem Buddha kann man sich Verdienste erwerben. Wie sehen wir hier? Buddha ist über diese handbetriebene Klimaanlage sicher erfreut. Wie Musik klingen die Gebete der burmesischen Frauen, die wir hier gleich hören.
So schön es auch ist, es wird Zeit für uns, die Pagode zu verlassen. Morgen müssen wir wieder zeitig raus, denn es geht nach Chaityu mit dem Auto zum Goldenen Felsen.